Ich darf nun den Stadtrat Kommissarius Mayhofer versuchen zu berichten. Geschätztes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren, im ersten Antrag geht es um die Akontozahlung für 2019 für den Rheinhalteverband, der sogenannte Mitgliedsbeitrag 2019. Und wir sprechen hier von 1.678.800 exklusive UST für das Rechnungsjahr 2019. Wird natürlich in Raten bezahlt, in vierteljährlichen Akontozahlungen. Und ich ersuche um Zustimmung. Auch hier liegt mir keine Wortmeldung vor. Ist jemand gegen diesen Antrag? Ist jemand Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Bitte den nächsten Punkt. Danke. Hier geht es um die Erhöhung der Parkgebühren. Für die, die schon länger hier im Gemeinderat sind, ich glaube, so weit zurück geht es fast gar nicht, weil 2000 haben wir das letzte Mal eine Anpassung der Parkgebühren beschlossen. Wir haben auch jetzt eine sehr vorsichtige Erhöhung gemacht. Wir sind von 50 Cent pro halber Stunde auf 60 Cent pro halber Stunde gegangen. Wir haben auch damit gewartet, bis wir die Parkautomaten gewechselt haben, sodass die Möglichkeit ist, nicht nur mit Münzen zu zahlen, sondern auch mit einer Bankomatkarte. Und ich ersuche daher um Zustimmung, weil das wirklich, glaube ich, eine sinnvolle und auch akzeptable Sache ist, vor allem dann, wenn man es im Vergleich zu anderen Städten sieht, wo wir sehr, sehr niedrig sind. Bitte um Diskussion und Zustimmung. Danke. Zu Wort gemeldet der Stadtrat Dr. Richter, bitte. Meine Damen und Herren, verehrtes Publikum, bezüglich Stadtplatz, da bin natürlich ich als Stadtrat für die Stadtentwicklung gerufen, dass ich hier stehe und dazu meinen Kommentar abgebe. Der Stadtplatz macht eine Entwicklung durch, die einen sehen eher negativ und begründen es auch, die anderen sehen aber auch eine positive Entwicklung und haben genauso die Argumente dafür. Ich denke aber, dass das Parken, das Befahren des Stadtplatzes und das Parken am Stadtplatz sicherlich keine negative, ganz im Gegenteil positive Auswirkungen hat. Persönlich bin ich auch der Überzeugung, dass vielleicht diese wenigen Parkplätze direkt im Zentrum auch eine halbe Stunde ohne Parkgebühr zu managen wären, weil das würden so kleine Botengänge oder schnelle Einkaufsgänge am Markt sicherlich beflügeln. Und deshalb stimmen wir dieser eher homöopathischen Anpassung nach oben um 10 Cent zu. Dankeschön. Nächster zu Wort gemeldet, der Gemeinderat Prag, bitte gut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 3 Jahren bin ich bei Budgetverhandlungen dabei und jedes Jahr und auch davor, wie mir berichtet wurde, wurde von den Grünen eine Erhöhung der Parkgebühren gefordert. Sie ist jetzt bei weitem nicht dort, wo sie wäre, wenn wir seit 2000 Index angepasst hätten. Aus unserer Sicht hätte die Anpassung durchaus höher ausfallen können. 70 Cent wäre kein Problem, in Linz zahlt man das Doppelte. Gunther hat es ja gesagt, das ist sehr moderat. Aus unserer Sicht ganz einfach zu wenig, weil wir natürlich, das ist ja bekannt, das Autofahren nicht fördern, sondern eher zurücknehmen wollen. Ich bin froh, dass die Idee, den Stadtplatz gratis beparken zu können, nicht eine Mehrheit findet. Eine Einladung hier hereinzufahren ist mit Sicherheit das Falsche. Das Gegenteil sollte sein, aber diese grüne Position ist ja hinlänglich bekannt. Wir werden natürlich zustimmen, 60 Cent sind uns eigentlich zu wenig, das heißt eigentlich sind uns zu wenig. Ich denke, das Autofahren und das Parken könnte ruhig teurer sein. Wenn es so gestiegen wäre, wie der Bus gestiegen ist vom Preise, dann wäre es wenigstens fair. So
bevorzugen wir den Individualverkehr nach wie vor, aber immerhin erstmalig seit 2000 eine Erhöhung. Dankeschön. Nächster Redner, Vizebürgermeister Dr. Zürtl. Bitte, Helmut. Dankeschön. Ich wollte mich eigentlich nicht zu Wort melden, aber der Herr Brack hat mich indirekt aufgefordert. Ihm sind 60 Cent zu wenig. Wir sagen, für uns war es gerade halt noch vertretbar. Wir haben gesagt, 60 Cent sind genug und nicht so wie die Grünen wohl das noch teurer wird. Uns passt so. Danke. Keine Wortmeldung mehr. Ich kann vielleicht ein bisschen was aufklären. Wer in die Geschichte zurückschauen möchte, also wir haben die Parkgebühren in unserer Stadt 1995 eingeführt. 1995, wenn ich mich recht erinnere oder das richtig gelesen habe, mit 5 Schilling die halbe Stunde. Und seitdem ist nichts mehr, also fast 25 Jahre ist das jetzt aus. Was im Jahr 2000 war, was im Amtsbericht steht, das weiß ich nicht. Aber egal, 1995, das ist verbürgt, das habe ich nachgesehen, beziehungsweise im RTV-Geschichte gesehen, einen Bericht, wie das war damals, wie die ersten Parkautomaten in Steyr gestanden sind. Können sich nur mehr ältere Herrschaften erinnern und ich, bitte. Danke für das Kompliment. Zum Kollegen Ritter vielleicht ganz kurz, das klingt natürlich ein bisschen populistisch, wenn man sagt, überhaupt keine Parkgebühr, die erste halbe Stunde. Nur wie exekutiere ich das? Wie? Und ihr dürft eines nicht vergessen, weil wir gesprochen haben, der Kollege Brack mit, es ist zu wenig. Wir liegen in einem direkten Wettbewerb natürlich mit unserem innerstädtischen Kaufhaus, dem Stadtplatz, mit den Kaufhäusern am Stadtrand, wo überhaupt keine Parkgebühr eingehoben wird. Darum glaube ich, dass es richtig ist, sehr wohl überlegt, wenn man das wirklich sehr vorsichtig nur anwendet. Und darum sind wir eigentlich sehr froh, dass wir das mit diesen 60 Cent jetzt so beschränkt haben und aber trotzdem einfach ein Zeichen ist, dass man irgendwann das auch anpassen muss. Aber es geht nicht darum, die Leute zu schröpfen, sondern einfach um den Aufwand, den wir auch haben, damit auch wieder zu decken. Ich ersuche um Zustimmung. Zustimmung. Wer für diesen Antrag ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Ist jemand dagegen? Die Stimmenthaltung. Somit ist auch dieser Tagesordnungspunkt einstimmig angenommen. Bedanke mich dafür und darf dich um deinen nächsten Punkt. Danke, ersuchen. Hier geht es ebenfalls um eine Jahressubvention 2019. Bis jetzt dürfen wir noch Subvention sagen. Dann wird es ein bisschen länger in Zukunft aufgrund des Beschlusses des Landes. Hier geht es um das Akku-Kulturzentrum in Steyr, das eine wirklich tolle Arbeit macht und das unserem Kulturgeschehen in der Stadt nicht wegzudenken ist. Es geht hier um 33.000 Euro für das gesamte Jahr 2019 und ich ersuche um Zustimmung. Ich will keine Wortmeldung vor, somit kommen wir gleich zur Abstimmung. Ist jemand gegen diesen Antrag? Die Stimmenthaltung. Somit wurde der Antrag einstimmig angenommen. Bitte, nächster Punkt. Danke. Nächsten Punkt ebenfalls um eine Jahreszuweisung in Höhe von 44.000 Euro und zwar für den Kulturverein Röder im Wehrgraben. Und ich ersuche auch hier um Zustimmung. Hier gibt es überraschenderweise keine Wortmeldung. Ist jemand gegen diesen Antrag? Wer übt Stimmenthaltung? Somit wird der Antrag mit breiter Mehrheit angenommen. Bitte der nächste Punkt. Danke. Beim nächsten Punkt geht es um den Verein Museum Arbeitswelt, auch hier um die Jahressubvention. Für diesen Verein haben wir im Budget 179.200 Euro vorgesehen und ich ersuche um Zustimmung. Auch hier gibt es keine Wortmeldung, wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist gegen diesen Antrag? Wer übt Stimmenthaltung? Der Antrag wurde mit Mehrheit angenommen. Bitte den nächsten Punkt. Danke. Beim nächsten
Im Amtsbericht steht es richtig, in der Tagesordnung ist uns hier ein Fehler passiert. Ich bin zwar auch für das Museum zuständig, aber von 2019 ist dieser Antrag natürlich nicht. Er ist von 2019 und hier findet das Musikfestival auch statt, nämlich vom 20. Juli bis 10. August 2019. Vorgesehen sind hier eine finanzielle Projektförderung von 40.200 Euro und weiters eine Sachwertsubvention in Höhe von 32.000 Euro und ich ersuche um Zustimmung. Ja, wir gehen mit dem Musikfestival schon in die 25. Spielsaison, also auch hier eine schöne Tradition und sehr erfolgreich. Wer für diesen Antrag ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Wer ist dagegen? Die Abstimmenthaltung. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Ich bedanke mich dafür und darf somit die Gemeinderatssitzung schließen und einen schönen Nachmittag wünschen. Dankeschön.